Weitergehoppelt in diesem lustigen Spiel, das sich da Deathloop nennt. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich eine Episode als Juliana aufnehme und gucke, wie weit ich komme. Also folgendes, wir sind immer noch am, ich glaube, es ist der vierte Tag, also relativ zum Anfang. Und, ach guck mal, meine anderen Waffen sehe ich sogar im Hintergrund, oder? Oder sind das einfach nur generell die Waffen, die ich, also ich meine, ich habe diese Waffen alle, ich habe sie bloß gerade alle nicht da, oder? Was ist Strelak Verso? Das Ding ist da doch, die sind gerade alle da, diese Waffen. Okay, die Waffen, die im Hintergrund sind, habe ich tatsächlich, das ist ja cool gemacht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Folgendes, wir wollen nach Karlsbucht, wo übrigens gerade kein Visionär auf uns wartet oder sonst irgendwas. Aber das ist mein Plan, das könnte recht schnell sein. Wenn der Jahrmarkt ausgerummelt hat und die Sonne sich verzieht, fällt die verfaulte Fassade von Karlsbucht ab. So. Nee, das habe ich hier irgendeine Entdeckung, die mir irgendwas bringt? Anatolien gegen Müll gehen in einen kleinen und raucht sich bei, wenn ich eingreife, überlebt er vielleicht dann anders. Amador hat seine Masken geschlossen, da muss ich ihn morgens irgendwie retten. Hier ist ein Automaten mit Gegenständen heißt, brauche ich einen Roboter, aber es ist mir doch egal. Wenn man nämlich Automaten in die V-Station befindet. Ich habe ja nicht gar keine Hinweise. Ah, Pika erinnert sich an alles, bringt sich aber jeden Tag um. Pika lässt mir am Abend einen Code, bei dem ich mir selbst von einem späteren Loop verhindern kann. Genau, das machen wir mal. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch machen möchte in Karlsbucht. Es könnte also sehr schnell gehen. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, welche Waffen und Ausrüstung ich mitnehme. Ich glaube, ich habe jetzt dieses dumme. Also ich mag dieses Scharfschützengewehr mit Zoom übrigens nicht. Also ich habe lange davon erzählt, dass ich gerne eins hätte. Aber jetzt, wo ich eins habe, würde ich es eigentlich nie mehr haben. Also ich behalte das natürlich. Legendäre Waffen sammeln ist ja quasi meine zweite Beschäftigung hier. Aber es ist nicht so nützlich, wie ich dachte, dass es ist. Weil die meisten Engagements, die ich habe, sind doch recht kurze Entfernung. Also im Komplex vielleicht draußen, wenn du irgendwie Venji vom Dach schießen willst oder so, dann wäre das vielleicht ganz praktisch. Aber ansonsten. Hey Colt, beschäftigt. Ich lese. Wirklich? Ich habe genug Bücher für drei Leben gelesen. Aber kein einziges geschrieben. Ich habe hier alles, was ich brauche. Eine wichtige Aufgabe. Zeit für Hobbys. Familie. Welche Familie? Ich lebe hier ein erfülltes Leben. Das ist kein Leben. Wir laufen im Kreis, schlagen Zeit tot. Hä? Sie hat Bücher für drei Leben gelesen. Na gut, sie ist die Archivarin, ne? Hast du hier bekommen, was du wolltest? Und dann ist es dir um die Ohren geflogen. Deswegen ist explosiver Preis von Charlie Montague so herausfordernd. Meine Spiele sind wie das Leben. Flexibilität immer wichtig, moralisch wie körperlich. Ganz schön wankelmütig. Was? Was? Das Karlsbruch-Spiel von Charlie Montague hat zwei Arten von Geschenken parat. Die guten, die um die Ohren fliegen. Okay, also. Weißt du, warum es so viele traurige Lieder gibt? Weil man manche Dinge nicht aussprechen kann. Aber das muss ich leider aussprechen. Das Feuerwerk ist abgesandt. Jemand hat alles zerstört. Jemand hat unser Spektakel versaut. Und ja, dieser jemand ist ein elender Schweinehund namens Colt. Kinderchen, ich weiß, das schmerzt. Ich fühle den Schmerz auch. Ich werde den Abend damit verbringen, das traurigste Lied zu schreiben, das ihr je gehört habt. In der Zwischenzeit geht und macht Colt einen Schwanz kürzer. Okay. Mir fällt übrigens gerade auf, dass diese Pistole nicht schallgedämpft ist. Upsi! Ich dachte, das hier ist die schallgedämpfte Pistole, ist sie nicht. Habe ich überhaupt irgendeine schallgedämpfte Waffe bei? Nee. Also ich bin gerade absolut darauf ausgelegt hier. Das ist diese Wand von Freestyle Rock, ne? Also ich bin gerade super darauf aufgelegt, irgendwie heimlich Leute umzubringen. Also das, ja, ne? Gut, dann wie war Zoom-Stufe ändern? Die 5. Kann ich ja nicht irgendwie. Ah, ich kann das hier stabilisieren. Hatte ich nicht. Dich wird niemand vermissen. Ich bin echt schlecht da drin. Achso, ich muss hier nur ins Wasser schießen. Oh. Auf was stehen die Typen da eigentlich? Okay, das Schnellnachladen ist wiederum ganz geil. Ja, ist doch schön, dass sie nur die Waffengeräusche hören, nicht das andere Zeug, ne?
Also wir kommen in diese Bude nie rein. Ich werde gleich mal die Granatentheorie ausprobieren. Die Theorie war von Andreas, dem einen Zuschauer, der immer viel schreibt. Auch du, lieber anderer Zuschauer, der nicht Andreas heißt, der eingeladen, viel zu schreiben. Ich freue mich über Kommentare. Auf jeden Fall, der hat die Theorie aufgestellt, dass es, dass man vielleicht eine Granate reinwerfen könnte in diese Bude, um da raufzukommen, um da reinzukommen. Und ich stimme zu, dass das könnte durchaus ein Weg sein. Hier ging ja noch mehr Minen, oder? Der Fug? Die habe ich nicht gesehen. Egal, wir brauchen ein Residium. Mich nervt gerade ein bisschen, dass ich keine Scheige von Waffen habe. Also, Franks schlapperige Dinge. Na gut, das haben wir am Vormittag schon in die Luft gejagt. Ich würde mich eigentlich nur mal kurz noch mal umsehen, ob hier irgendwas ist. Ich hätte übrigens gedacht, dass man Frank vielleicht am Vormittag hier erschießen kann, aber anscheinend ist dem ja nicht so. Na gut. Sei es drum. Was ist das hier eigentlich? Was? Wirklich? Ups, warte mal. Ich nehme an, in Harriet... In diesem Szenario habe ich Harriet am Morgen erschossen. Warum ist denn diese Bude jetzt echt zu? Ich habe Harriet am Morgen erschossen, ne? So, eigentlich dafür, dass ich eigentlich nur mit Pick reden möchte und sonst mit niemandem. Es sieht ja tatsächlich gerade sehr kaputt aus. So, ich muss aber gleich mal gucken, ob ich mit der Sepultra... Wie heißt dieses Ding? Breterra? Ne, Sepultra bei... Breterra, so. Aber ich brauche noch ein bisschen Residium, weil ich glaube, es gibt noch so 3-4 Marks, die ich noch mitnehmen möchte. Und wir werden hier keine Visionäre erschießen können. Aber hier ist gut zu wissen, dass hier dieses Dings ist. Ja, das mehr Lebenspunkte-Perk. Hier ist da noch ein... Ich höre hier noch ein Residium, oder? Das Ding ist an dem mehr Lebenspunkte-Perk ist, ich glaube, ich brauche das nicht wirklich eigentlich. Weil wenn ich, ich habe den Code für diese Tür echt nicht. Der Generatorraum. Interessant. Wenn es zum letzten großen Tag kommt, indem ich hier alle umbringe und das quasi das beende, den Loop. Oder das hoffentlich klappt. Obwohl ich immer noch nicht so richtig weiß, wie ich das machen soll, weil alle Leute sind nicht da. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie das ist. Magazin ist voll. Ich denke mal, wenn ich den Generator manipuliere, dass das 4 das Ding benutzt, dass dann. Ich höre hier noch Zeug. Ist das da irgendwo oben in diesem Regal drin? Kann ich endlich. Nee. Wenn ich diesen einen großen Loop beende, dann ist ja mein Plan eigentlich sowieso komplett durchzustealthen, weil ich möchte natürlich keine Eternalisten töten, aus moralischen Gründen. Weil bis jetzt war es ja uns eigentlich quasi unmöglich, irgendwie moralisch vorzugehen, weil wir ja immer wieder jede Menge, also ich habe ja gerade, wie viele Leute habe ich gerade getötet? 6, 7? Wenn ich einfach niedergeschossen habe, eiskalt. Es sind noch mehrere, also zumindest so Residiumfarmen im Abend in Karlsburg. Ach guck mal, jetzt ist es hier offen. Was? Ruhe und Frieden. Ach ja, das Giftgas ist aber immer noch da. Ich dachte, ich hätte das abgestellt. Ja, das war jetzt sehr cool. Zum Glück ist das Giftgas hier, wo ich gerade stehe, anscheinend nicht so tödlich. Warum eigentlich nicht? Ich stand gerade mittendrin. 30 Sekunden? Mhm. Das ist anscheinend die Zeit, die ich habe, um den guten Maskenmacher zu retten. War ja schon immer so. Ich dachte, ich hätte das Giftgas abgestellt. Naja, gut. Ruckel, ruckel, ruckel. Was war das denn gerade Schönes? Es war ein kurzer, spontaner Einbruch. Aber ich weiß nicht so richtig, warum. Weil ist die Tür hier? Ruhe und Frieden. Ist die Tür jetzt hier offen? Nee, wird schon alles geöffnet. Nee. Ich weiß, ich könnte auch einfach springen. Hab ich eigentlich noch welche Notizen übersehen? Was ist das ja eigentlich für ein Brummgebänge hier? Jetzt ist ja wahrscheinlich nichts verändert, oder? Oh, hier ist ein Mikrofon. Ausgeflogen. Ja, nicht ausgeflogen, sondern tot. Aber wäre das Ding hier immer am Abend offen? Ist jetzt die Frage. Oder nur, weil ich Harriet umgebracht habe am Morgen? Die Schafe sind verloren. Ja, ja. Elanor? Ach ja, stimmt, Harriet ist lustige Liebesgeschichte. Hier ist so ein Seismograf, Munition. Ne, hier gibt es aber wirklich nichts Neues mehr. Na, Judy, dann... Stell ich mal das Gas ab. Aber im Großen und Ganzen. Warte, ich hatte noch Residium. Hier ist da noch Residium. Oh, was ist das hier noch? Liebe Harriet? Harriet, hier ist Amador. Oh, wer auch sonst? Weißt du, das mit den Tonbändern. Können wir nicht wie früher persönlich miteinander reden? Ich mach's, okay? Egal. Du willst Energie? Ich sterb schnell und schonungslos für dich. Aber ich bin nicht dein Lakai, okay? Aha. Das war ja dieses Ding, was Amador gemacht hat, dass er sich halt da vorgeworfen hat, nicht wahr?
Also schnell nachladen ist schon ganz geil. Oh, das ist ganz schön. Wenn mir keiner zu nahe kommt, war super. Weil war ich nicht über so ein Funkgerät-Typ. Ich weiß übrigens so. Ich weiß übrigens auch nicht, warum ich die Typen eigentlich immer wieder engage. Okay, schnell nachladen mit der Super Ultra ist schon ganz geil. Also schnell nachladen ist anscheinend, dass er die Waffe nur so runternimmt und ohne dass du noch was machst mit. Schätze aus dem Eis. Ach guck mal, da unten liegt das Siegel. Das, was in dem Vieh drin war. Ja, das ist aber auch nur so ein langweiliges Siegel. Ja, gut, für den Mammut ist irgendwie nicht mehr so viel übrig. Das haben die ganz gut verarbeitet, muss ich ja sagen. Naja, gut, die, Schön, dass ich übrigens überall hingehe, wo nicht. Oh. Kopfschlüssel lassen Schädel zu dem, was umstehender verletzenden Taumel bringt. Ich nehme das Ding mal mit, einfach nur, damit ich es vermatschen kann. Obwohl, ich bin mir eigentlich ganz sicher, ob nicht irgendwelche Upgrades in der Stree lag. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Waffe ich noch Upgrades drin habe, die noch nicht verstetigt wurden. Ach, scheiß das drauf. Wenn ich jetzt hier irgendeine legendäre Pistole sehe, lasse ich das jetzt so. Ich hoffe einfach, dass ich so genug Residium finde, was rumliegt. Und bis ich mit Siegeln zusammenkriege. Ich mag trotzdem, diesen Waffentyp finde ich trotzdem ganz geil. Oh, guck mal, da hinten ist wieder so ein... Oh, was ist denn da los? Die mögen sich nicht? Aha. Die hat eine goldene Waffe an. Bleibt die jetzt liegen? Sind das beides Frauen? Was ist der eine Typ ein Mann? Nee, ich glaube, ich hat Brüste. Hier bleibt er jetzt liegen oder stehen die danach wieder auf? Das ist das Schöne an den Schaffensgewänden. Ich kann jetzt hier... Weil da kann ich doch keinen Kopf auf den wichtigen Gegner landen. Also steht wieder auf. Achso, die Waffe markiert ja, ne? Guck mal, jetzt ist hier aber überall Wasser, fällt mir gerade so auf. Ich da rüber? Wer hat durch mich geschossen? Interessant. Naja, gut. Was macht denn hier so tick, 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 tick? Oh. Aha. Das Ding habe ich leider schon. Mein Kit kriegt dafür zusätzlichen Schaden zu. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so das Persönlichkeitsziel, welche Browser. Ich hoffe immer noch, dass das hier so der letzte One ist, wo... Was habe ich da eigentlich gerade? Achso, ist so ein Ding. Dass das hier irgendwie so der letzte One ist, wo ich mich nochmal um meine Waffen kümmere oder so. Weil ich möchte noch ein paar Waffensiegel verstehen. Ich glaube zum Beispiel auf der Pfeffermühle... Quatsch, nee, auf der Schrotflinte... ist das, ist dieser Bluteneffekt zum Beispiel nicht verstetigt worden. Und der könnte doch noch ganz praktisch sein. Warum ist ja nicht so wenig zugefroren? So, ich war doch am Morgen, war ich doch hier. Das hier ist der Horizon-Bunker. Kann es sein, dass von hier der Agent gesendet hat? Das Echo eines Lachens? Weil ich bin hier nicht weitergekommen. Hier stand ja jemand vor und ich habe jemanden erschossen. Und jeden Morgen in der Karlsbrucht wird ein seltsamer Funkspruch durchgeführt. Und ich habe diesen seltsamen Funkspruch aber nicht... Also ich hab das gar nicht weiter verfolgt, das Thema. Aber... Okay, holen wir uns erstmal die Nachricht von Pick. Das ist eigentlich das Wichtigste für den Pickszimmer. Ich hoffe, ich komme da überhaupt rein. Das ist nicht, dass ich das mit Anatol vorbereiten muss. Weil ich komme ja auf jeden Fall in dieses Zimmer von... Nee, ich komme in das Zimmer gar nicht rein, wo ich eigentlich rein wollte. Mit dem Film von Juliana. Oder Lila. Die eventuell Juliana ist. Oder vielleicht... Hallo? Doch, ich komme da rein. Ich höre übrigens Residium. Aha. Hier sind wieder die Dinge. Achso, jetzt komme ich in diesen Raum rein. Oder auch nicht. Aber was genau ist dieses Ding hier eigentlich, dieser Dualprojektor? Lebendes Déjà-vu? Tja, aber ich komme trotzdem nicht rein. Achso. Scheiß drauf. Nee.
Aber das Ding hat keinen Strom, weil dieser Ding ist davor nicht drin ist. Hä? Warum komme ich da trotzdem nicht rein? Ich denke, wir wollten... Mach dir die Hände schmutzig. Ach, guck mal hier, Residium. Ich liebe ja Residium. Er war immer schon hier. Das ist ja gut, dass du alles morgen vergisst, wenn du noch niemanden hast sterben sehen. Dann musst du das eh dir nicht merken. So, okay, jetzt verstehe ich trotzdem nicht, wie ich hier diese Nachricht abholen soll, weil... Achso, das ist Picks Zimmer. Ach nee, da unten ist die Nachricht. Richtung morgen. Colt, hast du meine andere Notiz bekommen? 6770 für die Tür. Ich muss den Rest dieses Penner aussperren. Kann mich nicht Nacht um Nacht mit denen rumschlagen. Jede Minute tut so verdammt weh. Das Morgen ist nur eine Entscheidung weit entfernt. Jeder Loop ist ein Schritt Richtung Entkommen. Hoffe ich. Du musst an dich glauben. Ich muss glauben, dass du echt bist. Das wäre so. Kannst du kurz vorbeikommen und Hallo sagen? Und auf Wiedersehen. Pick. Wir können uns Pick und über einen Kasper unterhalten, wenn ich es rechtzeitig dorthin schaffe. Der Code für Picks Tür, an die ich interessiert bin. Aber was genau macht dieses Ding hier eigentlich? Also... Außer dass ich die Batterie mitnehmen kann. Ich muss daran glauben, dass du echt bist. Achso, er hört natürlich jeden Morgen von Colt. Und kann er wahrscheinlich daraus schlussfolgern, dass das so ist. Beziehungsweise, noch schlimmer, er müsste sich ja an das erste Mal erinnern, oder? Also, bevor Colt zum Außenseiter wurde, der tötenswert war. Ich brauche übrigens dringend Heilung. Ich habe eventuell durch meine Unvorsichtigkeit unendlich viel Leben verloren. Ich hab mir das unter die Tür durchgeschoben. Der Hammer aber Pix-Nachricht, das kriegt ein bisschen überlassen. Okay, schnell nachladen auf der Super Ultra Breitera ist schon ganz praktisch. So, Pix-Nachricht haben wir. Dann gibt es jetzt noch eine andere Sache. Ich könnte aus diesem Schiff hin. Ich meine, Charlies Geschenke. Ich habe schon ein Siegel rausgeholt, aber ansonsten. Das war jetzt so mittelmäßig Dings, ne? Gut, das war jetzt hier Karlsbruch. Wir wussten nicht mehr, dass am Abend hier nicht so viel los ist. Weil das so wenig ist. So, ja, haben wir das Ding hier. So. Ach, da kann ich das Rad hinpacken. In seine Hände. Ach, fuck, wo war denn das? Ah, das Rad. Und einen Koffer hat er auch noch. Das Rad hatte ich schon. Oh, das lag, glaube ich... Da konnte ich ja nichts mit anfangen mit dem Ding, ne? Also, jetzt wieder raus. Okay, Moment. Das hatte ich schon in der Hand. Das dumme Rad. So, leben die noch? Nö. Nee. Ich glaube, hier draußen nachts auf dem Eis zu stehen, ist bestimmt auch nicht so geil. Kann mir zumindest nicht vorstellen. Ach nee, das Ding ist auch weiter gesunken. Das Flugzeug. Da hinten liegt noch ein einzelnes Siegel. Ob das nicht eine Falle ist? Und das Waffensiegel. Hey, mehr Munition. Oh, ein Blau aber. Das wäre vielleicht tatsächlich nochmal erhaltenswürdig. Für eine meiner anderen Waffen. Ja, ich muss hier gleich nach gleich nochmal Abriss machen, was zu tun ist. Bevor ich in den fünften Tag starte. So, da. Ach ja, Granaten. Ich wollte noch Granaten durchs Fenster werfen. Fällt mir gerade wieder ein. Oder kommen wir jetzt abends einfach. Zielt, gib doch! Ich hasse Mats! Ich komme abends so oder so rein, oder? Munition habe ich noch für das Ding. Es ist so oder so eine gute Waffe, würde ich mal behaupten, ne? Was? Also das Ding hier ist extrem gut. Schallgedämpft oder nicht? Das sieht gut durch. Achso, jetzt ist hier einfach offen. Achso. Na gut, dann muss ich mich aber gar nicht der Wald des Wehklangs. Okay, gut, dann gucken wir uns den noch an. Aber, glaube ich, beim nächsten Mal. Oh, was ist das hier Schönes? Oh. Ein Rätsel. Die Erbschleiche gewinnt? Was? Die Hauptpreis geht an den Spieler, der jedes Geschenk öffnet und den Wald der Wehklagen abschließt. Naja. Es gibt noch zwei Dinger. Ah ja. Oh, da gibt es hier eine abgesägte Schrotflinte. Die wäre vielleicht tatsächlich nochmal mitnehmenswert. Judy, wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.